zum nächsten Schatzkiste-Gottesdienst. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder dabei seid. Heute wieder aus der Kirche, nicht aus dem Kirchpark, weil es nämlich heute um ein Thema geht, bei dem wir einige Dinge brauchen, die hier bei uns in der Kirche stehen. In klein habe ich euch die hier schon auf den Altar gelegt. Das hier ist nämlich unsere ganz alte Taufschale, mit der früher hier getauft wurde oder an Weihnachten zum Beispiel, wenn unser großer Weihnachtsbaum in der Ecke steht und wir nicht an unser Taufbecken kommen. Und eine Taufkerze, die jedes Kind, das hier bei uns in der Pauluskirche oder auch die größeren, wenn sie möchten, bekommt als Erinnerung an die Taufe und als Erinnerung daran, dass Jesus das Licht im Leben eines jeden Täuflings sein möchte. Und dann haben wir natürlich noch die Ecke mit dem Taufbecken und der Osterkerze. Habt ihr am Anfang des Gottesdienstes schon auf dem Foto gesehen. Da werden wir dann nachher auch nochmal mit euch zusammen hingehen. Wir feiern diesen Schatzkiste-Gottesdienst im Namen Gottes, der unser Vater im Himmel ist. Im Namen Jesu Christi, Gottes Sohn, der uns gezeigt hat, wie Gott ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, dessen Ankunft wir jetzt an Pfingsten gefeiert haben und der immer bei uns ist und der uns tröstet, wenn wir traurig sind. Amen. Wir wollen nun zusammen das erste Lied singen, ein Lied, das euch auch gut bekannt ist, nämlich, wenn ich fröhlich bin, dann klatsche ich in die Hand. Wir singen jetzt heute im Gottesdienst nur zwei Strophen davon, nämlich klatsche ich in die Hand und stampf ich mit dem Fuß. Wenn ich fröhlich bin, dann klatsche ich in die Hand. Wenn ich fröhlich bin, dann klatsche ich in die Hand. Denn Gott hat in meinem Leben so viel Freude mir gegeben. Wenn ich fröhlich bin, dann klatsche ich in die Hand. Wenn ich fröhlich bin, dann stampf ich mit dem Fuß. Wenn ich fröhlich bin, dann stampf ich mit dem Fuß. Denn Gott hat in meinem Leben so viel Freude mir gegeben. Wenn ich fröhlich bin, dann stampf ich mit dem Fuß. Singen, ja, ja, yippie, yippie, yay. Singen, ja, ja, yippie, yippie, yay. Singen, ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Wir wollen miteinander nun einen Psalm sprechen, der natürlich wieder einen Kehrvers hat, der auch ganz gut zur Taufe passt, weil Gott in der Taufe nämlich zuspricht, dass er uns unser ganzes Leben lang begleiten möchte. Und wir haben die Chance zu sagen, ja, ich vertraue darauf, dass Gott mich begleitet mein ganzes Leben lang. Und deswegen heißt der Kehrvers, guter Gott, auf dich vertraue ich. Ich sage ihn nochmal, guter Gott, auf dich vertraue ich. Damit fangen wir jetzt auch gemeinsam an. Guter Gott, auf dich vertraue ich. Ich brauche dich, Gott, damit es mir gut geht. Ich lieg am Boden, ich weiß nicht mehr weiter. Hilf mir, sei mir nahe, hör mir doch zu, komm doch schnell und hilf mir. Ich brauche dich als Schutz, als Burg. Guter Gott, auf dich vertraue ich. Denn ich weiß, du bist mein Schutz, meine Burg. Du hast es mir versprochen, du stehst mir treu zur Seite. Du nimmst mich an der Hand, du führst mich auf deinem Weg. Guter Gott, auf dich vertraue ich. In deine schützenden Hände lege ich mein ganzes Leben. In deine schützenden Hände kuschele ich mich. Hier bin ich sicher und befreit von aller Angst, mein treuer Gott. Guter Gott, auf dich vertraue ich. Ich freue mich, ich bin erleichtert, weil du meine Schwierigkeiten siehst.
Du kümmerst dich um mich in meiner Not. Du stehst mir bei, bist mir nahe. Dein Schutz ist meine Freiheit. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Guter Gott, auf dich vertraue ich. Amen. Lasst uns beten. Gott, es ist gut, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern können, dass wir hier wieder sind in deinem Haus, wo wir deine Nähe besonders gut spüren können. Lass uns doch jeden Tag merken, dass wir auf dich vertrauen können, weil du an unserer Seite bist, weil du uns versprochen hast, dass du an unserer Seite bist. Darauf wollen wir jeden Tag vertrauen. Amen. In der biblischen Geschichte geht es heute auch um eine Taufe. Und diese Geschichte passt jetzt sehr gut ins Kirchenjahr. Wir haben letzten Sonntag ja das Pfingstfest gefeiert. Und an diesem Tag hat Gott seinen Heiligen Geist geschickt, damit die Jünger, seine Freunde erzählen können von dem, was sie erlebt haben, dass sie rausgehen können in die Welt und die Menschen taufen und ihnen zusagen, dass Gott, dass Jesus bei ihnen ist, dass sie auf ihn vertrauen können. Und in dieser Geschichte heute geht es um einen Mann, der aus einem ganz, ganz fernen Land kommt, mitten in Afrika, nämlich aus Äthiopien. Und der macht sich auch auf den Weg nach Jerusalem, um noch mehr von diesem Jesus, von diesem Glauben zu erfahren, von dem er sogar im fernen Äthiopien schon etwas gehört hatte. Ein Afrikaner wird getauft. Ein Afrikaner fährt in seinem Wagen durch eine einsame Gegend. Er war zu Besuch in Jerusalem und kehrt jetzt heim nach Afrika. Er ist ein Minister der Königin von Äthiopien. Er hat in Jerusalem im Tempel gebetet. Der Afrikaner hat im Tempel ein Buch bekommen. Er liest in dem Buch. Am Wegrand steht Philippus. Gott hat zu ihm gesagt: Der Afrikaner braucht dich. Als der Wagen herankommt, fragt Philippus den Afrikaner: Was liest du da? Der Afrikaner antwortet: Ein altes, heiliges Buch, aber ich verstehe es nicht. Kannst du mir helfen? Philippus steigt zu dem Afrikaner auf den Wagen. Der Afrikaner zeigt ihm das Buch. Philippus kennt es. Ein Prophet hat das Buch vor langer Zeit geschrieben. Es heißt darin: Er hat alles schweigend erduldet wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird. Aber Gott hat ihn von der Erde weggenommen und ihm viele Kinder gegeben. Der Afrikaner fragt: Von wem redet der Prophet? Philippus sagt: Er redet von Jesus. Jesus ist das Lamm, das alle Schmerzen geduldig ertragen hat. Jetzt ist er bei Gott. Alle, die ihm vertrauen, sind wie eine große Familie. Sie sind seine Kinder. Der Afrikaner sagt zu Philippus: Ich möchte auch zu dieser Familie gehören. Philippus sagt: Jeder, der Jesus vertraut und sich taufen lässt, gehört dazu. Sie kommen an einem Teich vorbei.
Der Afrikaner sagt: Hier ist Wasser. Taufe mich. Ich möchte zu Jesus gehören. Sie steigen vom Wagen und gehen zum Wasser. Philippus sagt: Ich taufe dich im Namen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Philippus taucht den Afrikaner dreimal unter. Dann sagt er zu ihm: Du bist jetzt ein neuer Mensch. Du gehörst zu Jesus. Als der Afrikaner aus dem Wasser steigt, ist Philippus verschwunden. Philippus hat alles getan, was er sollte. Gott braucht ihn jetzt anderswo. Der Afrikaner ist nicht traurig. Er fühlt sich wie neugeboren. Er sagt: Ich bin getauft. Ich gehöre zu Jesus. Fröhlich setzt er seine Reise fort. Noch viele Menschen in der Welt hören von Jesus. Sie fangen ein neues Leben an. Sie freuen sich, dass Gott sie lieb hat. Sie freuen sich, dass sie zu Jesus gehören. Sie helfen einander. Sie sind eine große Familie. Wir haben ja jetzt gerade die Geschichte gehört vom Kämmerer aus Äthiopien. Der wurde ja dann von dem Philippus auch getauft. In einem Fluss wurde der getauft. Da gab es natürlich keine Kirche um die Ecke und kein Taufbecken. Und das war zu der Zeit damals sowieso üblich, dass die Leute in einem Fluss oder in einem See getauft wurden. Hier bei uns in der Pauluskirche steht dieses Taufbecken. Und in diesem Taufbecken sind schon viele, viele Menschen getauft worden. Viele Babys, aber auch größere Kinder, Konfirmandinnen und Konfirmanden oder Erwachsene. Warum machen wir das eigentlich mit der Taufe? Wenn ihr euch erinnert an den Himmelfahrtsgottesdienst, da hat Jesus seinen Jüngern ganz klar den Auftrag gegeben: Geht hin zu den Menschen, erzählt ihnen von mir und von dem, was ihr mit mir erlebt habt, und tauft sie auf meinen Namen. Wir taufen also Menschen hier bei uns in der Kirche, weil Jesus das ganz klar zu uns gesagt hat. Wofür steht die Taufe? Die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass Gott diesen Menschen, den wir taufen, unendlich liebt und dass er ihn in seinem Leben begleiten möchte. Damit man das auch spüren kann, wie nah Gott einem kommt in der Taufe, benutzen wir dafür das Wasser, das hier immer im Taufbecken drin ist. Und dann werden diejenigen, die hier ans Taufbecken kommen, getauft auf den Namen Gottes, der wie ein Vater für uns ist, der immer gut für uns sorgt. Auf den Namen Jesu, den Gott auf die Erde geschickt hat, damit wir besser wissen, wie Gott eigentlich so ist. An Gott, an Jesus können wir genau sehen, wie Gott mit den Menschen umgeht. Dass jeder Einzelne, jede Einzelne total wichtig ist und dass er sich für uns und das, was uns beschäftigt, interessiert. Und wir taufen im Namen des Heiligen Geistes. Das ist so eine Sache mit dem Heiligen Geist. Den kann man ja nicht so richtig sehen. Den haben auch damals die Jünger in einer ganz komischen Form gesehen. Zum einen kam ein ganz doller Wind und es gab so kleine Flammen, die auf die Köpfe der Jünger kamen. Daran haben die gemerkt, dass der Heilige Geist zu ihnen gekommen ist. Und heute ist der Heilige Geist dafür verantwortlich, dass wir in unserem Alltag spüren können, dass diese Geschichten von Gott, von Jesus mit den Menschen nicht irgendwann vor vielen tausend Jahren passiert sind
und dass die 2020 nichts mehr mit unserem Leben zu tun haben, sondern das spielt heute auch noch eine Rolle. Und gerade in der Taufe, aber auch im Abendmahl, können wir das richtig gut spüren, dass Gott uns ganz nahe kommt und dass er uns segnet. Und die Osterkerze ist auch immer angezündet als Zeichen für die Auferstehung, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass wir also keine Angst mehr haben müssen vor Tod und Krankheit und dass er das Licht sein will. In der Taufe sprechen wir allen Täuflingen zu, Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das hat damals der Kämmerer aus Äthiopien erfahren und das können wir, wenn wir hier Taufe feiern in unserer Pauluskirche, auch erfahren. Amen. Lasst uns zusammen das nächste Lied singen, das auch gut zur Taufe passt. Das heißt nämlich Voll, Voll, Volltreffer und erzählt davon, dass jeder Mensch, so wie er gemacht ist, ein Volltreffer Gottes ist und wunderbar gemacht. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Augen. Freu dich, dass du gucken kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Händen. Freu dich, dass du helfen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du. Lasst uns zusammen beten. Gott, wir sind auf dieser Welt nicht alleine unterwegs. Manchmal begleiten wir, manchmal werden wir begleitet. Manchmal helfen wir und manchmal wird uns geholfen. Öffne unsere Ohren und Herzen für andere Menschen und für dich. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche mit dem Segen des Herrn. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine schöne kurze Woche. Nächste Woche ist ja schon wieder ein Feiertag. Und am nächsten Mittwoch geht es dann auch mit der Mose-Geschichte weiter. Könnt ihr dann mal gucken, das wird am Mittwoch hochgeladen auf unserem YouTube-Kanal. Und dann erfahrt ihr, wie das mit dem Volk Israel weitergegangen ist. Ich freue mich aufs nächste Mal. Viele Grüße hier aus der Pauluskirche. Tschüss!